So, willkommen zurück bei Rust. Immer noch unterwegs. Auf der Suche nach dem Camp. Nicht nach der Suche, auf der Suche. Sagen wir, dass das ein Reh ist, ja. Und das da drüben ist auch kein Wolf, oder? Das sind beides Hirsche. Sieht mir nicht, dass wir die Festung unserer Nachbarn. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wo wir sind. Wirklich null. Ich könnte auch die Flare mal entzünden. Ich hoffe, ihr seht noch halbwegs etwas. Oder zumindest genauso wenig wie ich. Dann sind wir beide schlecht dran. Wir gehen jetzt hier durch diese Schleuse da. Richtung Mount Everrust. Oder Everrust. Jemand anders wird auch Everrust heißen. Ja, dann sogar dort bei Mount Everrust. Könnte es sogar sein, dass dort? Nicht ganz sicher, aber es sieht danach aus, dass dort unsere Basis sein könnte, unser Camp. Wie sehr ich mich freue, wenn es dann soweit ist. Oder dort nach unten. Passende Musik. Ich würde irgendwie gern dorthin schauen. Weil da geht's bergab und dort geht's mich bergauf. Deswegen vermute ich nicht, dass es dort ist. Im Haus ist jemand gestanden, oder? Aber es sieht so... so verdammt vertraut hier aus. Oh ja. Oh ja. Ah, meine Baracke ist weg und meine Workbench auch. Aber das hier ist tatsächlich... unsere Basis. Es ist so. Müsste mal den Campfire craften. Ah, wie viel? Ah, verdammt. Und dann werde ich mir echt wieder ein Wood Shelter machen.
Aber wir haben es endlich geschafft. Lange, lange hat es gebraucht. Und es ist auch weg. Ich verstehe, wieso das weg ist. Und Hauptsache unsere falsch gebaute Wand und so steht noch da, weil ich glaube, damit können wir nicht mehr viel anfangen. Zack. Sleeping Bag oder die Wooden Door wäre noch hilfreich. Und dann schauen wir uns nochmal an, wieso da wir eigentlich keine... Das müsste sich doch perfekt ausgehen. Wie viel brauchen wir dafür? Für die Wood Wall? Perfekt, so. Wood Wall, 4 Wood Planks, Wood Planks, 2, 3, 4. Oh, haben wir viel Holz? So, und dann die Wood Wall. Das split ich schon einmal, um dann später Fleisch zu kochen. So. Jetzt erklärt mir mal einer, wieso das hier? Ach. So einfach. Sieht ja schon schick aus. So, und jetzt bräuchte man dann eigentlich noch einen sein. A doorway, genau. Und so gehe ich jetzt dann mal wieder hier hinein, weil da fühle ich mich einfach sicherer. Wood doorway. Dann brauche ich wieder 4 Blanks. Blanks, Blanks mache ich jetzt aber gleich mal 8. Oh, uns geht das Holz aus. Und dann, wenn es wieder Tag ist, gehe ich auf Kleidungsjagd. Und mir dann nämlich... Doch ja, mir dann nämlich... ...den Sleeping Bag zu machen. Wood Ceiling brauchen wir dann auch. Nein, doch. Na, Pillar. Ich wusste nicht, dass man die Wand drehen kann. 2 brauchen wir da nur. Wird dir schon was.
Es wird doch dann bald schon wieder Tag, alles ist doch schon wieder heller. Alles gut. Wood Storage Box. Wood Door, Wood Shelter, Wood Door, weiß ich auch nicht. Aber wie mache ich eigentlich die Metal Door? Boah. Wood Gateway. Wood Gate. Wood Spike Wall. Large Spike Wall, Low Quality Metal. Dorch Vernace. Von Nazi nicht zu vergessen. Und Workbench brauche ich dann auch. Wood Shelter haben wir. Wooden Door. Wood Storage Box. Wood Barricade. Arrow. Hunting Bow. Haben wir nicht mal mehr genug Clove dafür. Wood Pillar, Wood Foundation, So, dann kochen wir jetzt mal neues Fleisch. So, das ist nämlich das Letzte, was wir tun müssen. Ich glaube dann, aber wenn wir dann immer noch nicht hier wieder spawnen. Ich frag da jetzt einmal. Sleeping Bag, mein neuer Spawnpunkt. Und der verschwindet nicht, wenn ich mich auslogge. So, jetzt schaue ich dran. Oder ich schaue gleich. Ist das ein Wolf oder ein Schwein? Es ist ein Bär. Ja, hier ist nichts mehr. Zu viele Bären hier. Eine Bärenplage. Und das ist ein Wolf. So, den Wut nehmen wir mit. Gut, ich warte noch ein bisschen, bis es heller wird. Ich weiß noch gerade zurück, ich habe mich da konzentriert umgesehen, wo denn, ob das wirklich Bären sind und so weiter und so fort. Waren sind es dann schon wirklich, aber ich glaube, Wildschwein ist auch dabei. Ich brauche eigentlich nur noch Stein. Stone. Sag mal, dass es ein Wildschwein ist. Ja. Perfekt. Jetzt haben wir dann hoffentlich... Ach, ich krieg nur Essen. Ein Animal fertig. Ich brauch Kleidung. Genau.
das ein Stein? Oder ein Bär? Na, ich glaube, das ist ein Stein. Ja. Oh. So, nur was mache ich als erstes? Den Stein? Die Workbench oder? Der Bär ist weit weg. Blödsinn, ist der Bär weit weg. Das ist der Bär. Ach, was mache ich, was soll ich von der Workbench? Das ist die Sleeping Bag, dann es sei denn. Ja, weil dadurch kann ich ja dann die Sleeping Bag schneller machen. Workbench. Wow. Einer. Na gut, dann mach ich mir jetzt schon. Oh. Es klingt auch ein Wolf, der mich verfolgt. Oder noch einen verdammten Bären. Noch besser. Aber wenn der Bär da ist. Ist er nicht mehr bei den Wildschweinen? Wieso? Wow! So, wie lange verfolgt mich dieser Bär? Den will ich jetzt echt nicht sterben. Vor allem nicht wegen einem Bären. So, jetzt brauche ich nur noch einen. Ist das auch ein Bär? Hinten ist nämlich ein Stein. Zu viele Bären hier in der Gegend. Folgenden haben wir jetzt auch gleich. Zuerst noch Stein holen. Bitte jetzt ohne noch großartig zu sterben. Durch Fallschaden oder so ein Blödsinn. Mein Gott, wäre das ärgerlich. Bär. Stone, Metal, was? So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir nicht wieder in den Bären reinlaufen. Den anderen müssten wir jetzt eigentlich wieder auch weggelockt haben von unserem Trautenheim.
Hi. Ah, ist das wieder der? Wo ist es? Thanks. So. Wo war unsere Hütte? Da oben war unsere Hütte. Der ist freundlich. Ist das wieder einer von unseren Nachbarn? Das ist dann bemerkenswert. Die Folge mache ich jetzt einfach mal ein bisschen Überlänge. Weil wir das hier feiern müssen, dass wir endlich wieder zurückgefunden haben. So, Crafting. Wer schießt da schon wieder? Oh, die braucht lang die Workbench. Und dann kommt der Sleeping Bag. So, 5. Stellen wir schön hier hin. Und dann machen wir uns das Sleeping Bag. Im Hintergrund ist eine ziemlich zurückhaltende Musik. Ich glaube, das ist von Battlefield. Ah, wie schön. Jetzt weiß ich sogar, wo wir sind. Von der Karte her. Wir sind eigentlich in keiner Nähe von irgendeiner Stadt, was mich eigentlich sogar freut, weil das heißt, es sind noch weniger Zombies hier unterwegs. Denke ich mal. So. 3, 2, 1. Und solange das Haus hier noch nicht ganz fertig ist, werde ich es hier in unserem Shelter wieder platzieren. Und wie, es verschwindet dann wieder. So, jetzt brauchen wir nochmal Planks. Machen wir einfach mal 6, 7, 8. Bauen da. So viel hätte ich gar nicht gebraucht. Ich hätte genau. Achso, nein, ich brauche da nur einen Pillar, mehr brauche ich nicht. Pillar, Pillar, Pillar. Aber zuerst werde ich mir noch eine Weste. Oh, es geht wieder nicht aus. Dann halt so. Hoffentlich funktioniert das. Wood ceiling, wood ramp, wood stairs, wood window. Sollen wir da hinstellen, das Window? Hängt man eigentlich so raus machen sollen, aber tja. Sehen wir halt keine Feinde kommen. Ein Woodwall kann ich jetzt nicht machen, oder? Nicht mehr. Nein, da brauchen wir wieder zwei. Moment, eins, zwei, vier dazu. Mache eine Woodwall. Jetzt nur die Frage, können da Leute durch? Aber dann war es doch nicht so gut. Jetzt brauchen wir noch eine Wood Door. Nicht Metal Door.
Wood Door. Ach, Ceiling brauchen wir dann auch noch. Das ganze Ceiling. Die Decke. Sex. Das tut weh. Sehr schön. Okay, jetzt ist aber Schluss für heute. Ich werde mich jetzt hier verkriechen und hoffen, dass ich hier drin überlebe. Und wir sehen uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge von Rust. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. War ein bisschen mühsam die Suche nach unserem Camp. Wir sind jetzt aber hier und haben weiter schön gebaut an unserem Haus. Bis zur nächsten Folge. Bis dann.